Geht auf Neuspiel, aufgeführt und danach auf Solo und Terminus. Wenn ihr dann in-game seid, dann erfüllt erstmal hier dieses Ziel, bis ihr den Raum aufmacht, wo ihr die Wunderwaffe bauen könnt. Kauft dafür tote Leitung, fahrt den Aufzug hier hoch, wo Packerpunch drauf ist. Und danach müsst ihr auf der Karte die angezeigten Schaltkästen abschießen mit eurer tote Leitung. Ich zeige euch das mal. Hier die 3, dann geht ihr hier rechts lang und schießt auf die Lesson 2. Das sind insgesamt 5 Stück, aber wie ihr seht, werdet ihr bei dem geführten Modus auch angeleitet, beziehungsweise euch wird alles gezeigt hier. Und wenn ihr den Raum offen habt, Leute, dann bringt die letzten Zombies in dieser Runde noch um. Und wenn die dann down sind, danach stellt euch hier vor in den Raum oder geht in den Raum rein. Danach geht auf Option, ihr müsst auf Speichern und Ende drücken. Und danach ladet ihr wieder diesen gespeicherten Ladestand. Und wenn ihr wieder in Game drinnen seid, dann geht hier in den Raum rein hinter die Tür. Und jetzt werden die Zombies nur noch von links und rechts spawnen und ihr könnt easy auf Headshots gehen. Und das Gute daran ist, die Rundenanzahl ist auf 10 Runden begrenzt. Und wenn ihr in der 10. Runde die Zombies alle getötet habt, spawnen die nach einer kurzen Zeit wieder neu. Das heißt, sie sind immer nur so stark wie in der 10. Runde. Und das Gute an dieser Methode ist, dass sie auch Waffen, bei denen es schwerer ist, kritischer zu farmen, wie bei der GS45 Pistole oder der LR7 Sniper, die nach dem Punchen eine Explosivwaffe sind, easy hier freischalten könnt. Also eher für so eine entspannte Runde ist das. Ihr könnt das natürlich auch im normalen Zombie-Modus machen. Aber für Leute, die vielleicht nicht so gut in hohen Runden sind, ist das die bessere Alternative. Und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir in die Kommentare. Und falls das Video 100 Likes erreicht, Leute, werde ich ab sofort jedes Mal nach jedem Patch Videos machen, wo ich alle aktiven Glitches in einem Video zusammenfasse. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.